Gebaut in eine 70 Meter hohe Steilwand ist sie das Wahrzeichen von Ida Oberstein, die Felsenkirche. Ihre Form passt sich dem Berg an. Ihre Kunstschätze sind einzigartig. Ein atemberaubendes Bauwerk, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Touristenmagnet und beliebtes Fotomotiv. Aus der ganzen Welt kommen die Besucher zur Felsenkirche. Von der Aussichtsplattform geht der Blick ins Nahetal. Und seit es Hobbyfilmer gibt, sind wohl unzählige Aufnahmen von der Felsenkirche und dem steilen Weg nach oben gemacht worden. In den 1970er Jahren noch in tristem Grau, strahlt sie heute weiß aus der Felswand. Die Felsenkirche ist für mich viel, viel mehr als nur eine Kirche, allein durch die bewegte Geschichte, die sie hat. Sie ist Wahrzeichen der Stadt. Und wenn ich meinen Urlaub mache, komme durch den alten Bergtunnel zurück, habe den Blick auf die Felsenkirche, dann bin ich daheim. Wenn ich irgendwie von einer Veranstaltung Marathon nach Hause komme und ich sehe dann meine Felsenkirche abends leuchten, das ist für mich was ganz Besonderes. Genau vor 70 Jahren habe ich in der Felsenkirche Orgelspielen gelernt. Ich frage mich dann oft, was würden die Mauern mir erzählen, wenn sie sprechen könnten. 1976 habe ich hier in der Felsenkirche meine Frau geheiratet. Und noch heute ist die Felsenkirche ein Sehnsuchtsort für Hochzeitspaare aus ganz Deutschland. Ich glaube, zum einen gibt es inzwischen so eine Art Hochzeitstourismus. Leute gucken gezielt im Internet, welche Kirche gefällt mir, vielleicht auch welche Kirche hat eine Geschichte, die mir gefällt, die mich interessiert, die mich fasziniert. Wo stimmt das Ambiente? Das ist sicher ein Grund, warum Leute hierher kommen. Das andere, denke ich, diese Kirche ist sehr alt. Und ich denke, jemand, der heiratet, der kirchlich heiratet, der sucht Beständigkeit. Da gibt es so eine Kirche, die seit vielen hundert Jahren steht. Das Gefühl von ja, Ewigkeit, Spiritualität, solchen Dingen. Und ich glaube, dass gerade in so kleinen, besonderen Kirchen sowas dann eher gefunden wird als in 60er-Jahre-Bauten. Salome und Thomas Wild sind extra aus Bonn angereist, um sich in der Felsenkirche trauen zu lassen. Pfarrerin Heike Schmidt lockert die Zeremonie auf. Sie dürfen, was Sie wahrscheinlich noch nie getan haben, jetzt und sofort die Braut auch küssen. Durch einen Tunnel mit 50 Stufen führt der Weg nach draußen. Start in ein gemeinsames Leben. Unzählige Ehen sind in der Felsenkirche schon geschlossen worden. Ja, hier. Meine Familie ist aus Ida Oberstein. Mein Opa hat hier damals schon in der Kirche geheiratet und es ist was ganz Besonderes. Und da wollen wir einfach die Tradition fortführen. Wer in der Felsenkirche heiratet, muss gut zu Fuß sein. Denn direkt vorfahren kann man hier nicht. Nur ein schmaler Weg führt ins Eheglück. Doch nicht jede Liebesgeschichte hat ein Happy End.
Susanne Bollenbacher ist Kulturbotschafterin von Ida Oberstein und kennt die finstere Legende, die sich um den Bau der Felsenkirche rankt. Dem Bau der Felsenkirche liegt eine Sage zugrunde von einem Brudermord. Die Brüder Wirich und Emich, die wohnten hier auf Burg Bosselstein, hatten sich beide verliebt in Bertha von der Lichtenburg, die allerdings ihr Herz dem etwas sanftmütigeren Emich geschenkt hat. Es ist die klassische Dreiecksgeschichte, bei der sich Wirich vom eigenen Bruder betrogen fühlt. Als sich Emich und Bertha verloben, kommt es zur Katastrophe. Der Sage nach hat es den Wirich schon sehr gereut. Er hat sogar einen Kreuzzug bis nach Israel unternommen, aber er blieb immer unbeschadet und hat dann erst auf Anraten eines Mönches an der Todesstelle des Bruders die Kirche erbaut. Ein romantisches Motiv, das in vielen Erzählungen aufgenommen wird. Nach dem Bau der Kirche soll der unglückliche Bruder bei der Weihe tot zusammengebrochen sein. Ja, wie bei allen Sagen hat auch die wohl einen wahren Kern. Allerdings ging es nicht um die Liebe zu einer Frau, sondern es gab einen Mord unter Verwandten. Wirich von Daun wurde von Eberhard Bossel vom Stein des Nachts im Bett erschlagen. Das war allerdings rund 150 Jahre zuvor. Und das Ergebnis dieses Mordes war eher der Bau des neuen Schlosses und nicht der der Felsenkirche. Schloss Oberstein entsteht direkt gegenüber der alten Burg auf dem Nachbarfels und erlebt seine Glanzzeit als Residenz der Daun-Obersteiner im 15. und 16. Jahrhundert. 1855 bei einem Brand zerstört, wird es erst in den 1980er Jahren vom Burgenverein rekonstruiert und wieder aufgebaut. Im Prinzip ist eine Burg der anderen gefolgt. Wenn man davon ausgeht, dass man das alte Schloss oder diese Burg Bosselstein schon Ende des 12. Jahrhunderts erwähnt hat und dieses neue Schloss um 1330, dann kann man im Hinterkopf haben, dass die Herren von Stein schon im 11. Jahrhundert erwähnt wurden. Und dann kommt die sogenannte Unterburg oder auch die Burg im Loch ins Spiel und das ist unsere heutige Felsenkirche. War also nicht immer Sakralbau, sondern früher eine Wehranlage. Das Bauwerk füllt die 17 Meter tiefe und 25 Meter lange Höhle fast völlig aus. Sogar für ein Seitenschiff ist noch Platz. Wer hinein will, muss heute durch einen feuchten Tunnel die Treppen heraufsteigen, zum Schutz vor Steinschlag. Doch die tiefe Höhle war auch ein sicherer Rückzugsort. Ja, unser Vater hat immer erzählt, dass er im Januar 1945 morgens um 7 Uhr hier konfirmiert wurde. Und man war kaum in der Kirche, es gab einen Fliegeralarm und die Anwohner haben Schutz gesucht, denn die Felsenkirche war auch Luftschutzbunker in den Jahren. Und dann hat man noch einen Vaterunser gesprochen und dann war die Konfirmation erledigt. Hinter der Kirche gibt es einen schmalen Hohlraum, durch den eine Treppe zur Aussichtsplattform führt. Hier ist es auch im Sommer immer kühl und nass. Das ist ein vulkanisches Ergussgestein und auch wasserdurchlässig. Man sieht, dass es überall tropft. Es kommt auch immer mal wieder was vom Gestein mit runter. Also der Felsen, der die Kirche einbettet, ist gleichzeitig auch die größte Gefahr für das Gebäude. Die Wasserader, die sich im Laufe der Jahrtausende durch den Fels gefressen hat, mündet heute in einer Quelle in der Kirche.
Der Sage nach ist die Quelle das Zeichen der Vergebung gewesen. Also man sagt, bei der Weihe sei sie auch entsprungen. Im wirklichen Leben kann man sie schon deuten als einen Hinweis für eine Wehranlage, weil man einfach Trinkwasser hatte, wenn man es gebraucht hat. Die Mauern sind extrem dick, 1,90 Meter, also ungewöhnlich für einen Sakralbau. Genau wie die Quelle auch eher ein Hinweis dafür, dass man sie als Wehranlage errichtet hat. Auch diese kleinen Fenster muten an wie Schießscharten. Also die Belege dafür, dass es sich ursprünglich um eine Wehranlage gehandelt hat. Das Herzstück der Kirche ist der Obersteiner Altar, der sich direkt unter einer schroffen Felswand befindet. Einmal im Jahr kommt der Restaurator Georg Pracher zu einer Bestandsaufnahme des kostbaren Triptychons. Ich kontrolliere die Struktur der Madelschicht, ob sich hier Teilbereiche von dem Holzträger abgelöst haben. Hier gibt es Rissformationen im Krakelé. Also Krakelé wird das Rissnetz in der Farbe genannt, was sich einfach durch Alterungsprozesse einstellt. Eben die starre Farbe kann die Bewegung der Holztafel nicht mitmachen und bricht dann in ganz typischer Art und Weise. Und wenn im weiteren Verlauf der Untersuchung noch mehr solche abgelösten Malschichtpartien eben gefunden werden, dann muss gegebenenfalls dort eine Konservierungsmaßnahme durchgeführt werden. Auf goldenem Grund breitet der Altar ein Panorama der Grausamkeiten rund um die Kreuzigung aus. Drastisch zeigt der Künstler, wie die Seele des bösen Schächers vom Teufel geholt wird, während der Gute auf Vergebung hoffen kann. Unter dem Kreuz kniet in einem Messgewand der Stifter. Also die besondere Herausforderung für das Kunstwerk ist eigentlich, dass es seit vielen Jahrhunderten in diesem eher negativen, weil feuchten Klima hier beständig ist und eigentlich, wie man sieht, und sehr, sehr gut erhalten ist. Eigentlich, wenn man sich das überlegt, müsste ein viel größerer Schaden entstanden sein über die Jahrhunderte. Entstanden ist das kostbare Gemälde wahrscheinlich um 1400. Das ist echtes Blattgold. Hier ist es auf unterschiedliche Grundierungsschichten aufgetragen worden und dann mit Feinwerkzeugen noch punziert. Also das heißt zum Beispiel hier in dem Strahlennimbus Muster eingeschlagen. Es gibt hier sehr viele charakteristische Darstellungen von Gesichtern, ja, die aber alle in sich, in dem Darstellungsteil, eine Einheit ergeben und nicht unbedingt jetzt mit dem Betrachter in Beziehung treten. Ganz anders verhält es sich hier bei der Kreuzigung. Wenn Sie hier hochgucken, rechts oben ist ein halb angeschnittenes Gesicht, der eigentlich relativ unmotiviert hinter der Maria steht. Und das kann eigentlich ein Hinweis sein, dass sich hier vielleicht der Maler verewigt hat, dass er als stiller Beiwohner dieser doch sehr dramatischen Szene sich verewigt haben wollte. Brutale Details zeigen die Leidenswerkzeuge Christi. Zwei römische Soldaten würfeln um sein Gewand. Das steht dann genau im Gegensatz eben zu dieser Gruppe um die ja fast bewusstlos gewordene Maria. Das ist sehr ergreifend und ist immer wieder neu zu entdecken für mich. Ja. Zu entdecken gibt es in der Felsenkirche vieles. Wie diese Grabplatte eines Ritters, der den Aufgang zur Empore zu bewachen scheint. Eine historische Persönlichkeit, die eng mit der Kirche verbunden ist. Das ist das Sandsteinepitaph von Philipp II. Er ist der Vater von Wirrich, der ja diese Kirche
der Sage nach auch erbaut hat. Und Philipp II., der galt als sehr starker und mutiger Mensch und deshalb steht er auch auf Löwen, denn er ist für seine lothringischen Lehnsherren in kriegerischen Streitigkeiten ums Leben gekommen. 50 Jahre nach dem Tod des Vaters lässt Wierich 1482 die Felsenkirche errichten. Wierich war für seine Zeit eine sehr bedeutende Person. Er war ein geschickter Diplomat. Er hat teilgenommen am Wormser Reichstag, was wir heute noch als die Grundlage unseres Rechtsstaates ansehen. Also Wierich galt als tief religiöser Mensch. Er hatte viele Kinder, wie das in der Zeit üblich war. Also man spricht von mindestens 14 und mindestens 5 dieser Kinder sind auch in den geistlichen Stand eingetreten. Sein Sohn hat dem Kölner Dom 2 farbig verglaste Fenster gespendet und man denkt, dass hier in etwa die gleichen waren, also dass sie 2-mal ausgeführt wurden. Doch ein Felssturz zerstört die Fenster. Auf der Empore lässt sich die Familiengeschichte bis ins 16. Jahrhundert weiter verfolgen. Ein Renaissance-Gemälde zeigt Sebastian von Daun-Oberstein mit seiner Frau und den Kindern. Sebastian ist im Prinzip der Urenkel von Wierich IV., der die Kirche gebaut hat. Ursprünglich Geistlicher in einem Dom, ist er zeitlebens katholisch geblieben und hängt aber als Landesvater heute in unserer evangelischen Kirche. Der älteste Sohn, der direkt neben ihm steht, das ist Philipp Franz von Daun-Oberstein. Landläufig wird er als der weitsichtige Industrieförderer betrachtet, weil er schon 1609 eine Zunftordnung für unsere Ahardschleifer erlassen hat, in der relativ genau geregelt war, wer den Beruf ausüben durfte und auch in welchem Umkreis. Also man konnte nicht auswandern, wenn man Schleifer war. Rund um die Empore zieht sich ein Band mit Apostelbildern, die wohl im 17. Jahrhundert entstanden sind und eher volkstümlich anmuten. Künstlerisch haben sie sicher nicht den Wert wie das Altarbild, aber sie sind für die Felsenkirche schon von Bedeutung, weil man beim Petrus im Hintergrund die Felsenkirche sehen kann. Und es ist eine alte, realistische Darstellung von der Felsenkirche, denn sie sind schon Ende 17., Anfang 18. Jahrhunderts gemalt worden. Wenn auf der Empore die Orgel ertönt, dann steckt meist Elisabeth Joost dahinter. Vor 70 Jahren lernte sie hier als 14-Jährige das Orgelspiel. Im Laufe ihres langen Lebens bildet sie selbst 30 Organistinnen aus und gründet eine Stiftung zur Förderung junger Kirchenmusiker. Niemand kennt diese Orgel und ihre Geschichte so gut wie sie. 2-mal wird die historische Stummorgel komplett erneuert und sogar versetzt. Nur ihr Äußeres ist noch original. 1756, kurz vorher, war hier ein Felssturz und da wurde die Orgel gebaut. Und dieser Prospekt ist also original. Aber was drin ist, die einzelnen Pfeifen, die sind jedes Mal erneuert worden. Jedes Mal, wenn hier Schaden war. Die Orgel stand dann in der Mitte und zum Teil bis ins Dach hinein. Die großen Pfeifen waren zum Teil bis ins Dach hinein gebaut. Diese Orgel ging aber auch kaputt. Und dann kam ja dieser Wasserschaden da oben, ist ja in die Orgel reingelaufen. Aus dem Felsen hat das Wasser so hoch gestanden wie jetzt beim Hochwasser, nicht? Und dann musste die in kürzester Zeit abgeschlagen werden, lag hier jahrelang auf den Bänken. Und da lag die Orgel zum Trocknen und auch oben auf dem Dach lagen noch Pfeifen. Erst 2014 kann sie auf der gegenüberliegenden Seite der Felswand wieder aufgebaut werden. Fachleute loben sie alle. Das ist eine sehr gute Orgel. Elisabeth Joost stammt aus einer musikalischen Familie mit 5 Geschwistern. Alle lernen, ein Instrument zu spielen. Orgel kostete halt damals, glaube ich, 5 Mark die Stunde. Und mein Vater hat wenig verdient, nicht?
Und deswegen war es halt wirklich ein Geschenk, dass ich das nochmal machen durfte. Und dann war ich natürlich so begeistert, dass man mit der Orgel solche Klangfarben erzeugen kann, solche wunderbaren Sachen. Und wie jeder Jugendliche das was macht, ich habe alle Register gezogen, die es nur gab, und habe ordentlich Krach gemacht, sodass dann manche Frühaufsteher unten am Marktplatz gesagt hat: Wer eult denn da morgens schon so früh? Das war natürlich so dieses Powergefühl, was man heute in jeder Rockmusik auch hat. Doch ihre Leidenschaft gehört nicht nur der Musik, sie ist auch in der Politik aktiv. Im Stadtrat von Idar-Oberstein und in den 80er Jahren sogar im Landtag. Die Nahe floss hier, das kann man ja von hier oben gut sehen, direkt in einem Mäander durch die Stadt. Und es war immer ein wunderschöner Blick. Und deswegen, als die Nahüberbauung kam, war ich auch ein furchtbarer Gegner. Denn ich konnte gar nicht verstehen, dass man ein so einzigartiges Bild wie diesen aufragenden Kirchfelsen und den wunderschönen Marktplatz und die Nahe dann überhaupt zubinden kann. Ich hätte andere Möglichkeiten gehabt, andere Umgehungen, aber damals hatte man sich auf dieses Projekt versteift. Ja. Der Südwestfunk dokumentiert die Bauarbeiten 1984 mit einer Sendung. Peter Caesar ist von der städtischen Opposition. Herr Caesar, haben sich die Bürger in Oberstein in erster Linie mit dieser Lösung abgefunden? Ja, es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Kein Mensch kannte vorher so sehr Idar-Oberstein wie jetzt. Und es heißt immer nur, ist das die Stadt, wo dieses Schreckliche passiert, wo die Stadt zugesargt wird? Es hätte Alternativen gegeben. Aber inzwischen ist das Schnee von gestern und Beton von heute. Und jetzt muss man sehen, wie kann man es noch verschönern, das Schlimme. Und das ist in erster Linie dann eine Frage der Begrünung. Und wir hoffen, dass hier ein grüner Rand hergestellt wird, der das Ganze nachher einigermaßen erträglich erscheinen lässt. Inzwischen haben sich die Idar-Obersteiner an den Anblick gewöhnt. Von der Aussichtsplattform an der Felsenkirche hat man den direkten Blick zur Christuskirche im Tal. Sie wurde Mitte der 1960er Jahre gebaut, um der evangelischen Gemeinde den Weg in den Gottesdienst zu erleichtern. Zur Kirche gehört auch die Kita Regenbogen. Spielen vor historischer Kulisse. Die Kinder sehen jeden Tag die Felsenkirche. Wir haben ja vom Spielplatz einen wunderbaren Blick drauf. Und die Kinder malen auch gerne Bilder davon. Und hin und wieder machen wir auch Ausflüge zur Felsenkirche. So bunt wie ein Regenbogen ist die Gruppe. Kinder aus 12 Nationen spielen hier zusammen. Das färbt auch auf das Gemeindeleben ab. Es gibt in der Kerngemeinde immer noch viele Menschen, die der Tradition auch wirklich verbunden sind, die sich im traditionellen Gottesdienst wohlfühlen, denen die Felsenkirche sehr wichtig ist. Die sollen natürlich das bekommen, was sie suchen. Und dafür sind wir da als Gemeinde. Ich meine, so eine Tradition, die ist ja nicht umsonst auch so alt geworden. Die hat sicherlich was anzubieten. Gleichzeitig haben wir natürlich sehr viele junge Menschen, die mit den traditionellen Formen wenig oder auch gar nichts mehr anfangen können. Da versuchen wir durchaus, andere Wege zu gehen. Wenn ich in die Elternarbeit und in die Kinderarbeit schaue, dann glaube ich, sind wir auch als Kirche damit auf einem guten Weg. Nicht nur als Gotteshaus hat die Felsenkirche Bedeutung für Idar-Oberstein. Kaum eines der alteingesessenen Schmuckgeschäfte kam früher ohne ein Modell des Kirchfelsens aus. Der Goldschmied Thomas Allekotte bewahrt noch zwei, allerdings unverkäufliche Mini-Felsenkirchen auf. Das wurde total von Hand gearbeitet. Allein diese Holzplatte wurde geschnitten, es wurden die Steine aufgesetzt, es wurde diese kleine Kirche aus Plastik gegossen, die immer dann von Hand noch bemalt wurde. Und zum guten Schluss kam noch dieses kleine urische Zettelchen dran, von Hand geschrieben, Felsenkirche Idar-Oberstein. Also es ist ein tolles Teil, das uns eigentlich fehlt.
Die Dame, die die hergestellt hat, die lebt nicht mehr. Und von daher hat sie keinen Nachfolger gefunden. Und wir könnten sie gut verkaufen, aber sie werden nicht mehr hergestellt. Heiß geliebt haben es die Amerikaner, aber es hat eigentlich jeder gekauft. Jeder wollte eine mit nach Hause nehmen. Weil die Oma hatte schon eine und die Tante hatte schon eine und sie wollten auch noch eine. Und jetzt gibt es keine mehr. Da bleibt also nur, das Original zu besichtigen und den steilen Anstieg in Kauf zu nehmen. Bei gutem Wetter drängen sich die Touristen aus aller Welt auf der Besucherplattform in der Felswand. So wie diese Amerikaner von der Ramstein Airbase. Wir mögen die Kirche sehr, sagt er. Es ist interessant, wenn man reinkommt und die Treppen durch den Fels raufklettert. Wir kommen wegen der tollen Aussicht hierher. In Amerika haben wir sowas nicht. Es ist toll, so etwas Historisches anzuschauen, das es schon so lange gibt. Diese Kirche in den Felsen ist einfach faszinierend. Und jetzt sind wir gefahren, knapp 500 Kilometer. Nur wieder für die Kirche hier. Diese Brasilianer kommen auf den Spuren ihrer Vorfahren hierher und sprechen sogar noch Hunsrücker platt. Das Ding, was von früher gemacht wird, ist, weil die Leute sich gequält haben, war das Aufzubauen. Und das glaubt man nicht, dass so etwas in einem Fels kann gemacht werden. Ja? Von Mitte März bis Mitte November ist die Felsenkirche gegen ein kleines Eintrittsgeld für Besucher geöffnet. Am liebsten gucken Sie sich an die Aussichtsplattform und das Altarbild ist natürlich sehr wichtig. Und diese Kunstgegenstände, die wir ausgestellt haben, die Bilder auch. Und ganz besonders beliebt ist das Gästebuch. In der Kapelle unter dem Turm sind die Namen der Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg eingemeißelt. Hier können sich die Besucher ins Gästebuch eintragen. Mein Vater und ich sind aus Tscherba und haben die wunderschöne Kirche besichtigt und schön empfunden. Ich glaube an die Liebe und wünsche jedem das wunderbare Gefühl. Der Glaube versetzt manchmal Berge. Wir waren hier, unser kleiner Hund hat Spaß und es ist toll, dass Hunde auch hier rein dürfen. Echt klasse. Die Welt ist schöner, als das Leben je schöner sein kann. Ich liebe dieses Gästebuch. Wenn ich morgens hierher komme, dann zünde ich Herzchen an, die da sind, und lese, was am Tag vorher reingeschrieben wurde. Und es freut mich jedes Mal, wenn drin steht, wie schön die Kirche ist. Die Felsenkirche hat auch Michael Peuster in ihren Bann gezogen. Der Edelsteingraveur aus Kirschweiler ist ein Star in der Szene und steht eigentlich für junges Design. Doch dann entdeckt er das Altarkreuz. Meine Frau hat hier das Ave Maria gesungen für eine Hochzeitsgesellschaft. Ich habe dann hier in der vorderen Reihe sitzen dürfen und es war natürlich ein sehr romantischer Moment. Und dann ist mir natürlich das Kreuz ins Auge gefallen. Und was mir dann auch aufgefallen ist, dass es dann doch sehr viele Beschädigungen hatten, die doch sehr laienhaft restauriert wurden. Und das hat mir irgendwo in meiner Seele, in meinem Herz wehgetan. Also ich habe mir jetzt alle Stellen hier nochmal angeguckt, die wir damals repariert haben. Und ist mir aufgefallen, durch das Ausdehnen vom Holz hat sich wieder hier eine kleine Stelle am Handgelenk aufgetan. Und diese Stelle müssen wir jetzt nochmal behandeln, beziehungsweise das Loch in der Hand müssen wir etwas großzügiger gestalten, sodass Ausdehnen und Zusammenziehen des Holzes gewährleistet ist, ohne weiteren Schaden anzurichten. Noch einmal nimmt er das Kruzifix mit in sein Atelier nach Kirschweiler. Für seine internationale Kundschaft ist kein Objekt zu ausgefallen, kein Edelstein zu teuer, um zu skurrilen Kunstwerken verarbeitet zu werden. Dabei inspiriert ihn die Form der Mineralien.
Vergänglichkeit und Glaube finden bei Michael Peuster Ausdruck in modernen Formen. Die Religion war schon immer unser bester Auftraggeber. Mich fasziniert schon die Religion und die Künste um die Religion drumherum. Und das ist natürlich, was ich hier aufgreife, also dieses überproportionierte Kruzifix, das die Sünden der Menschen darstellt, die überproportional werden und Jesus denkt über die Sünden der Menschen nach. Mit der gleichen Liebe zum Detail widmet sich Michael Peuster dem Altarkreuz aus der Felsenkirche. Wir haben ein Loch durch die Hand und das haben wir schon größer gemacht wie der Nagel und haben gedacht, dieser Millimeter würde ausreichen, für das Ausdehnung des Holzes aufzufangen. Aber sie wurden eines Besseren belehrt, das reicht noch nicht. Also werden wir jetzt mindestens mal 2 Millimeter das Loch auffräsen, sodass nachher beim Ausdehnen des Holzes der Stein eine Chance hat, den Bewegungen mitzugehen. Dieser Nagel besteht aus einem Stück einer alten Münze aus der Zeit von dem Wirken Jesus Christus. Und wir haben, wenn wir das Kreuz jetzt rumdrehen, den Rest dieser Münze, die wir nicht gebraucht haben, haben wir praktisch symbolisch hier hinten für die Zeit, also als Zeitzeuge, hinten verewigt. Der Sockel des Kreuzes ist leuchtender Rosenquarz. Die Christusfigur besteht ganz aus durchscheinendem Bergkristall. Ein Filmdokument aus den 1920er Jahren zeigt die Edelsteinstadt an der Nahe mit den vielen Schleifereien und engen Gässchen. Der Weg zur Felsenkirche führt damals noch über die verschneite Außentreppe. Lange Zeit bleibt der Ortskern vor der spektakulären Kulisse unberührt, wie diese Aufnahmen aus den 60er Jahren zeigen. Heinz Haspel kann sich noch gut daran erinnern. Er hat hier geheiratet. Es ist in Oberstein Tradition und wir wollten auch beide. Unsere Eltern wollten beide, dass wir hier heiraten, als einfach als Obersteiner dazugehört. Auf Super 8 hält ein Hobbyfilmer das Ereignis 1976 fest. Die Gäste drängen sich auf der Treppe. Die Frau hatte einen Hut auf, damals war Hochzeitshut angesagt, gell? Ein wunderschönes Kleid. Und ich hatte einen grünen Sakko an, Samtsakko mit Schlaghose, war halt damals angesagt in der Zeit. Und wie gesagt, es war für mich der schönste Tag in meinem Leben. Ende der 70er, Anfang 80er wurde die Kirche komplett renoviert. Anlass war das Jubiläum 1984 zum 500-jährigen Bestehen der Felsenkirche und auch aus Sicherheitsgründen, weil viele große Steine hier oben runter gedonnert sind. Aber Gott sei Dank kamen sie dann nachher auf diese Idee mit dem Tunnelbau, dass damit für die Zukunft auch die Felsenkirche erhalten bleibt. Viele wichtige Dokumente zur Geschichte der Felsenkirche bewahrt Manfred Rauscher im Stadtarchiv auf. Darunter ist auch ein Album mit alten Postkarten, das zeigt, wie sich die Kirche im Laufe der Zeit verändert hat. So, hier bringe ich Ihnen noch die Akte. Also wie gesagt, die Kulturbotschafterin Susanne Bollenbacher sieht viele Fotos heute zum ersten Mal. So noch der alte Aufgang, wie er früher noch war. Heute hat man ja diesen Gang und damals war noch die Treppe da außen rum, sodass man so. Und hier ist heute eine Mauer, oder? Ja, ganz genau. Ja. Nee, das ist der alte Eingang, das ist das Tor. Ja. Tatsächlich sind die Kirchgänger ständig in Gefahr, von Felsbrocken getroffen zu werden. Auch die Felsenkirche wird immer wieder beschädigt, sodass man sich 1927 zu einer kompletten Renovierung entschließt. Und die Wand, das ist auch sehr augenfällig, die Wand hinten. Sie ist umstritten. Das steht auf jeden Fall fest, weil der Architekt einfach die alte Bausubstanz sehr empfindlich verletzt hat. Der hat also vieles entfernt und erneuert, was man heute sicher in dieser Form nicht mehr machen würde. Allem voran hat er die Decke entfernt, diese Tonnendecke, und durch eine Balkendecke ersetzt.
Er hat das alte Chorgestühl entfernt, sehr bedauerlich. Da waren an der Seite noch so kleine Klappsitzchen dran. Da ist heute ein sehr schlichtes, einfaches Gestühl hingekommen. Er hat den Triumphbogen über dem Altarraum entfernt, die Bilder umgesetzt ohne theologischen Kontext. Das ist natürlich bedauerlich, aber bei heutigen Renovierungen versucht man nicht noch mehr zu verändern. Also von daher ist diese Renovierung sicher nicht die beste gewesen. Ja, und dann haben wir ja noch den Turm. Der Turm, der besteht schon seit 1929 nach der Renovierung. So wie er sich jetzt darstellt. So wie er sich jetzt darstellt. Und dann auch mit den Türmen. Mit den Türmchen da, ganz genau. Und die Schalllöcher sind ja auch fast alle weg. In seiner äußeren Form erinnert der Turm zwar an die Zeit vor der Renovierung, doch das ist nur eine schöne Kulisse. In seinem Inneren gibt es nur noch eine einzige historische Glocke. Die anderen werden schon im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen. Ich glaube, am augenfälligsten würde ich die Farbgestaltung betrachten. Die schmiegte sich früher mehr so grau in grau im Ton des Felsens in die Nische hinein. Und nach den Felssicherungsmaßnahmen hat man sie weiß gestaltet. Das ist schon sehr augenfällig. Aber die Felsenkirche war immer Thema, sowohl in meiner Familie als auch in der von meinem Mann. Sie war Pflichtprogramm in der Schule, von daher ist sie immer Programm auch für mich gewesen. Also sie ist halt mehr als eine Kirche. Sie hat auch persönliche Werte und Bedeutungen für mich. Die Baumaßnahmen an der Felsenkirche werden vom Südwestfunk begleitet. 1980. Loses Gestein in der 80 Meter hohen Felswand bedroht die Felsenkirche und ihre Besucher. Ein 60 Meter hohes Gerüst ist nötig, um die losen Stellen zu sichern. 2018 stehen wieder Felssicherungsarbeiten an. Denn von der Steilwand geht immer noch Gefahr aus. Die alten Fangzäune sollen deshalb erneuert werden. Dr. Michael Rogal vom Geologischen Landesamt hat einen Termin mit einer Spezialfirma gemacht, um die Maßnahmen zu besprechen. Und deswegen, und dann ist da vorne, kommt auch noch mal weiter links, kommt auch noch mal ein Zaun. Da muss aber so, was hier jetzt geplant ist, ist, dass der Fels mit einem Netz eingenetzt werden soll, sodass dann der Steinschlaggefährdung dadurch deutlich minimiert wird, weil hier kommt es doch ab und an mal vor, dass kleinere Steine hier runterfallen und hier vor das Tunnelportal auch mal eventuell fallen könnten. Und dann soll auch weiterhin die alten Zäune, die wir hier stehen haben, die mittlerweile fast 40 Jahre alt sind, die sollen auch erneuert werden und gegen moderne Zäune ausgetauscht werden. Der alte Zugang zur Kirche bleibt dabei weiter im Dornröschenschlaf. Aufgeweckt sind dagegen die Läufer vom Marathon-Team Hagner, die sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Marktplatz treffen. Sie trainieren für den Felsenkirchentreppenlauf, der jedes Jahr im September stattfindet. Rainer Hagner und seine Frau Ilonka hatten die Idee zu dem Event, dessen Erlös an den Kinderhilfsfonds der Stadt geht. Schwitzen für einen guten Zweck. Der Gedanke kam 2011 und es hat 4 Jahre gedauert, bis wir den ersten Treppenlauf hier in Idar-Oberstein starten konnten. Und man muss sagen, der Wettkampf hat sich jetzt etabliert in der deutschen Läuferszene und da sind wir hier, wir beide, schon sehr stolz drauf. Ja, ich freue mich auch, dass das so gut angenommen wird. Und von Jahr zu Jahr merken wir ja, wie die Resonanz ist und es kommen immer mehr Läufer dazu. Dann ist es endlich soweit. Siebenhundert Stufen, 280 Höhenmeter. Auf der knapp 7 Kilometer langen Strecke laufen die Teilnehmer auch durchs Schloss.
Die schnellsten schaffen die Tour in 26 Minuten. Andere brauchen fast doppelt so lang. Zum Schluss gibt's für jeden eine Medaille mit der Felsenkirche drauf. Die Felsenkirche ist schon eindrucksvoll. So als Kulisse selbst ist sie wunderbar. Und da dran vorbeizulaufen, so mit den jubelnden Leuten, das war toll. Also es war auf jeden Fall wunderbar. Wir sind selber Hobbysportler, machen mit, quälen uns immer hoch. Und wenn man runterläuft, ist der Hammer. Also wirklich gut gemacht, alles top. Das Gelände rund um die Felsenkirche hat schon früher seinen Freizeitwert. Denn zwischen den Felsen gibt es im 19. Jahrhundert einen Park. Und der soll mit Hilfe der Landschaftsarchitektin Stella Junker wieder rekonstruiert werden. Das war ein großherzoglicher Landschaftspark, angelegt für den Großherzog, für die Frau des Großherzogs von Oldenburg, weil Birkenfeld ja im Zuge des Wiener Kongresses an die oldenburgische Herrschaft gefallen ist. Und der hat beschlossen, dass er hier einen Park anlegen will zur Erholung für die Bevölkerung. Und hat da eben genutzt, dass wir zwei ruinöse Bauwerke hatten, nämlich das Schloss, auf dem wir jetzt hier stehen, auf dem Schlossterrain, und unten die Burg Bosselstein, die Ruine Bosselstein. Und unsere Gartenkünstler des 19. Jahrhunderts liebten eben, wenn die solche Elemente schon vorgefunden haben, und haben dann eine romantische Landschaft darum inszeniert. Und das ist hier erfolgt. Es waren eben große Freiflächen, nicht wie heute mit Wald zugewachsen, in denen einzelne seltene Gehölze standen und in denen man flaniert und viele Blicke genießen konnte in die Umgebung. Heute ist ein Großteil der Anlage zugewachsen. Die Natur hat sich die Fläche zurückerobert. Der Schlossweiher liegt tief im Wald verborgen. Nur die alte Linde am Schloss steht auf einer malerischen Lichtung, so wie früher. Also die würde ich mal sicher auf 100 bis 120 Jahre alt schätzen. Und man hat dann hier um diese gewaltige Linde herum hat man praktisch den Brunnen in Einzelteilen aufgebaut. Das ist das romantisch-melancholische Ideal des Landschaftsgartens, allerdings gepaart mit dieser Volksgartenidee, eben, dass für die Bevölkerung ein Park zur Erholung geschaffen werden sollte und das viele romantische Elemente beinhaltet. Von der Burg Bosselstein blickt man wie durch einen Bilderrahmen zum Schloss. Das ist erst ein nachträglich integrierter Bestandteil, des sogenannten Kriegerdenkmal, 1873 vom Turnverein gestiftet, als Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg. Und mit direkter Blickbeziehung früher, jetzt durch die Bewaldung nicht mehr so erlebbar, zu dieser Friedenslinde. Die Brücke wurde als eines der letzten Elemente erstellt und dieser Zugang sollte eben auch Gefahr signalisieren zu der Ruine. Es war ein gefährlicher Weg, eine klitzekleine Holzbrücke, die dahin führte und über einen schaurigen Graben, wo man die Furcht haben sollte, dass man da eben abstürzt. Das war Kino von früher. Heute führt die B41 an der malerischen Kulisse vorbei. Man hat heute von dieser Brücke aus den einzigen Blick noch auf den damaligen Landschaftspark, den Großherzoglichen. Wie er sich präsentiert hat als Parkanlage, natürlich nicht so verbuscht, wie es im Moment ist. Aber die Menschen haben das eben in diesem Ensemble nahe mit Park sehr genossen und haben dann immer den Blick gehabt auf diese wunderschöne Parkanlage, auf die Felsenkirche, auf die Bosselstein und auf das Schloss. Für mich jetzt, als auch aus dieser Gegend stammend, ist es natürlich ein herausragendes Monument, was wir auch auf Klassenfahrten besucht haben, was uns vermittelt wurde. Und wenn ich in das Innere hineingehe, ist es immer noch Heimat. Seit mehr als einem halben Jahrtausend fasziniert sie die Menschen. In einer immer schnelllebigeren Zeit ist sie in Stein gebauter Glaube. Die Felsenkirche in Ida-Oberstein.